Yo, Freunde, es geht wieder weiter mit Paper Mario. So, im letzten Part ging es relativ relaxed zu sich, da wir, ja, nicht einmal gekämpft haben, komischerweise. Das lag aber auch daran, dass wir den Stern mitgenommen haben und als Peach hatten wir eine etwas, längere Aufgabe zu erledigen, nämlich einen Kuchen backen. Und da ist ein bisschen Zeit drauf gegangen und jetzt sind wir hier am Hafen und was wollen wir hier eigentlich? Das checken wir doch gleich mal nach. Denn wir müssen hier mit jemandem bestimmten reden und es ist Colorado. Na, was geht denn so? Du willst wissen, wer ich bin? Das weiß ich doch. Nun, altes Haus, ich bin niemand anderer als Colorado, der berühmte Abenteuer und Archäologe. Ich ziehe um die Welt. Und du bist Mario, stimmt's? Was machst du denn hier? Ich bin auf dem Weg nach Lava Lava Island in der Südsee, um ein diabolisches Geheimnis zu lüften. Hey, da wollen wir doch auch hin zur Lava Lava Island. Das passt doch dann eigentlich relativ gut. Es scheint, als wären dort antike Schätze in einer vulkanischen Höhle verborgen. Aber ich sitze ein wenig in der Tinte. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado. Wie kann man das Meer überqueren? Tja, da wäre doch eigentlich ein Boot ein gutes Angebot, nicht wahr? Aber, ja, hier haben wir einen etwas größeren Fisch, auch Wal genannt. Und mit dem werden wir erstmal gleich sprechen, aber dafür müssen wir ihn erstmal wehtun. Warum auch immer. Autsch, ja, was machst du denn da? Oh, hubala, habe ich dir jetzt wehgetan? Wollte ich nicht. Hallo. Und da kommen die Augen natürlich oben raus. Oh, gütiger Himmel. Ich habe mich schon gefragt, was das wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Na, ich bin kein Thunfisch. Ich bin Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Oh, 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 helft mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet an Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch wohl mal kurz zur Hand, flossen gehen? Ich hab doch gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ja nicht mal ein Fisch. Stimmt, du bist ein Wal. Und langsam bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrappelt. Könntet ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Okay, dann müssen wir das wohl tun, nicht wahr? Gut, dann gehen wir mal... gehen wir mal kurz rein. Vögel, was machen wir da? Ja, das ist natürlich nicht so nett, wenn wir jetzt hier natürlich die ganze Zeit... Okay, das geht nicht. Da kann man zwar gegenspringen, aber was soll's. So, normalerweise ist hier alles dunkel und man sieht gar nichts. Aber ja, weil wir cool sind und über eine ROM spielen, kann man alles genau erkennen. So, jetzt nehmen wir Watt raus und sehen auf einmal, dass da irgend so ein komisches Fuzzi-Dingens ist. Wer da? Was hast du denn mit der Funzel vor? Hey, was? Mit der Funzel? So, und jetzt müssen wir ihn im Prinzip einfach nur berühren. Und schon beginnt der Kampf. Und, jetzt will er uns erstmal hier zur Rede stellen. Hey, Freundchen, suchst du Ärger? Dann den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Oh Mann, ey, so ein Trottel. Ja, leider konnte ich jetzt nicht Gumbario rausholen. Da... wir ja Watt draußen haben mussten, damit wir ihn auch sehen. Warum kann ich ihn denn nicht scannen? Ach nee. Och, scheiße. Eigentlich ist es auch so, dass hier alles noch dunkel ist, glaube ich. Oder wie ist das? Oh nee, jetzt hat er uns sogar den Hammer weggenommen. Das geht ja gar nicht. Kann man den nicht scannen? Das ist ja richtig scheiße. Gut, dann müssen wir ihn da irgendwie runterholen. So sieht es aus. Elektrohieb. Gut, dann machen wir das mal. Aber sonst kommt mir auch nichts in den Sinn, wenn man diesen Raum erhellen könnte. Hä, das ist jetzt irgendwie komisch. Hä, und warum ist er jetzt wieder ganz oben? Das ist auch nicht so gut. Ja, dann machen wir einfach mal einen Sternsturm. Dann holen wir ihn davon wieder von der Decke runter. Aber ich glaube nicht, dass der unten stehen bleiben wird. Bisschen doof. Doofe Lage. Ha, 7 Schaden. Bisher haben wir jetzt 11 an ihm gemacht. Oh Mann, ey. So, und jetzt greift er wieder an und... Och Mann, scheiße. Jetzt nimmt er uns sogar noch die Items weg, ey. Das gibt's ja nicht. Du kannst jetzt keine Items mehr einsetzen. Haha. Oh Mann, scheiße.
Was können wir denn als Mario sonst noch machen? Wir können uns erfrischen, wir können ihn ruhig stellen. Nee, erfrischen. Ich will ihn aber scannen, das ist mir wichtig, dass man diesen Typ, dass ich den Typen gescannt habe. Das finde ich jetzt irgendwie komisch, dass ich den nicht scannen kann. Ja, dann werde ich gleich einmal kurz wechseln und guck nochmal. Ja, kann ja nicht sein, dass das hier nicht geht. So, Fuzzi, was weiß ich, was du bist. Und zack, 4 Schaden, ey. Ja, der hat irgendwie so 30 Leben oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. War nur geschätzt. Und bam. Ja, dieses Mal haben wir abgewehrt. Und jetzt steht der da und jetzt kann man ihn auch normal angreifen. Das ist gut. Ja, vorher musste man ihn dann wohl erstmal... Hä? Warum geht das denn nicht? Was soll denn der Mist, Mann? Hä, warum kann... Dann kann man den eben nicht. Dann ist mir egal. Dann werde ich den eben jetzt töten. So sieht's aus. Nein, jetzt springt er wieder nach da oben. Oh, nee. Aber wir kriegen unseren Hammer wieder zurück. Yay, bringt ja viel. So, dann werden wir dich einfach mal angreifen wieder. So, bleibst du jetzt unten stehen? Nee, tut er nicht. Scheiße. Mann, was sollen wir denn jetzt überhaupt mit Mario machen? Erfrischen können wir. Fokus können wir machen. Gut, dann machen wir Fokus. Dann werden wir uns mal wieder unsere Sternenpower wiederholen. Geil. So, dann greift er jetzt wieder an und macht eine Kopfnuss. Scheiße. Na, ich habe mich wieder treffen lassen. Und wir kriegen unsere Items wieder zurück. Ja, geil. Und wir können jetzt angreifen. Gut, dann machen wir mal einen Powerhüpfer. Pam. Und 5 und 6. 7. Och man. Ach, der ist schon tot. Ha, so ein Loser. 15 Sternpunkte. Aber dass man den nicht scannen kann, finde ich sehr komisch. Oh Mist. Zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann. Dann verschluckt mich dieser große Fisch. Und dann nervt mich dieser schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Regen in die Traufe. Das nenne ich ein verkostetes Leben. Seitdem du klein bist, du bist auch immer noch klein. Mario, ich bin es. Du weißt schon, der Wal. Kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Ah ja, dann wissen wir das, wer das war. Das war dieses Fuzzi-Dingens. Und, oh, jetzt lässt er sich erstmal volllaufen. Und wasch! Und damit werden wir erstmal rausgefontänet. Nein, sehr komisches Verb. Gibt es natürlich nicht. Hey, das bist ja du. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp. Ich dachte, ich wäre geliefert. Tu mir schrecklich leid. Ich bin nur so fett und brauche mehr zu essen. Was? Mit offenem Mund bist du geschwommen? Ach so. Nun, ich werde dir dieses eine Mal noch verzeihen, aber pass in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Danke nochmal, Herr Schnauzbart. Pass gut auf euch auf. Na gut. Tschüssi. Und da hinten ist dieser Angler, ey. Das sieht so geil aus. Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Oh, es gibt doch einen Dr. Mario. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich hab's. Ich, der Thunfisch. Ich meine, ich, der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeiht, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, du alter Thunfisch-Dompteur, begleite mich an die Gestade von Lava Lava Island. Das wird eine tolle Reise. Diese Insel muss einfach wunderbar sein. Vertraue meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternkind hat gesagt, dass einer der Sterne auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen. Großer Wal, nimm uns mit. Juhu! Wie? Lava Lava Island? Ja, natürlich weiß ich, wo es liegt, aber dort gibt es einen großen Vulkan und der steht kurz vorm Ausbruch. Sehr gefährlich. Möchtet ihr trotzdem hin? Nun okay, wie ihr wollt. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Wir sind jetzt bereit, Fatty. Hallo. Möchtest du nach Lava Lava Island reisen? Na gut, Mann. So, und dann jumpen wir drauf. Was kommt mit? Ja, was? Es ist doch aber auch völlig sicher, oder? Mach mir mal ein bisschen Platz. Ja, er springt da vor uns, ey. Nimmt uns die Sicht weg. Okay, auf nach Lava Lava Island, die sie ruft. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem
Nee, das ist falsche Synchro gewesen. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon. Hä, wie unnötig war das denn jetzt? Oh Mann, ey. Naja, und damit machen wir uns auf zur Lava Lava Island. So geht's. Und da ist eine Möwe. Und wenn man jetzt A drückt, dann kommt ja auch dieses Wasser wieder aus dem Wal raus. Und man bleibt oben auf dieser Mini-Fontäne drauf stehen. Ja, ist eigentlich ganz cool. Aber sinnlos. Die Möwe. Och nee, das habe ich ja ganz vergessen, Freunde. Die Stelle ist wieder verbuggt. Och nein, das gibt's doch nicht. Ja, die Stelle ist immer verbuggt, weil man hier wird das jetzt nicht gezeigt, dass man nach Lava Lava Island kommt. Das ist eigentlich ein bisschen doof. Ich muss mir mal eine Lösung überlegen. Vielleicht kommen wir über die Katakomben dahin. Oder wir... Ja, ich muss mal gucken. Ich werde an der Stelle erstmal den Part beenden. Wir haben ja so einiges geschafft. Und war zwar wieder nur ein Kampf, aber was soll's. Im nächsten Part werden wir dann mit Lava Lava Island anfangen. Und da gucken wir dann mal, was uns dort alles erwartet. Also bis dann, Leute. Ciao.